Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Sendung mit Quantisana. Mein Name ist Nikolaus Hippe und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar Herrn Dr. Heinz Reinwald. Und wir wollen heute das Thema Gesundheit bzw. Ernährung ansprechen, im Speziellen die ketogene Ernährung. Also hätte man mich vor einem Jahr gefragt, was ketogen heißt, vielleicht hätte ich es der Raumfahrt zugeordnet oder so, aber es hängt mit Ernährung zusammen und vielleicht können Sie uns mal kurz erklären oder lang, was das denn genau bedeutet. Ja, das Wort Ketogen steht für wasserlösliche Substanzen, die der Körper dann produziert, wenn er länger im Fettstoffwechsel agiert. Sie müssen sich das so vorstellen, ähnlich wie das Hybridauto, einmal mit Strom und das andere Mal mit Gas, mit Benzin fahren kann, so kann unser Körper aus verschiedenen Nährstoffen verschiedene Energiemoleküle produzieren. Aus den Kohlenhydraten, Zuckern produziert er Glucose und versorgt damit unseren Körper mit Energie. Aus Fetten produziert er Fettsäuren und bei verlängertem Fettstoffwechsel dann eben diese kleinen Moleküle, die Ketone, die Ketonkörper. Und bei den Proteinen sind es die Aminosäuren, die dann heruntergebrochen werden und entsprechend auch Energiemoleküle. Also unser Körper ist praktisch ein Hybridfahrzeug, das drei verschiedene Energiemoleküle für seinen Antrieb, für seine Zellatmung verwenden kann. Und es werden auch alle drei Teile benötigt oder in welchem Prozentsatz? Also wie arbeitet unser Körper am besten? Ja, das ist jetzt eine schwierig zu beantwortende Frage. Also zunächst mal in Prozentsätzen kann man das nicht sagen, aber nehmen Sie ein Beispiel. Sie haben zur Verfügung in einem normalen Menschen etwa 1800 Kilokalorien an Vorräten, an Zucker über die Glykogenspeicher, wenn Sie jetzt nichts extra zuführen. Der gleiche Mensch hat ca. 80.000 Kilokalorien an Fett. Das dürfte eigentlich klar darauf hinweisen, was die Hauptenergiequelle für unseren Körper ist. Das ist sie aber nicht mehr, weil wir in den letzten 50 Jahren vor allem verstärkt darauf hingetrimmt worden sind, permanent Zucker zu futtern, um diesen kleinen Tank immer wieder nachzufüllen, sodass der große Tank eigentlich nie gebraucht wurde. Im Gegenteil, er wurde immer größer und wir immer fetter. Ja. Und wie ist es mit den Kohlenhydraten? Was gehört denn alles dazu? Also wenn man jetzt das mal von ganz Anfang aufbaut, ich meine, es gibt den Zucker, Traubenzucker, normalen Zucker. Was gehört denn noch alles dazu? Ja, die Kohlenhydrate sind ja nichts anderes als komplexe Zucker, die der Körper dann zu Einfachzuckern herunterbricht und sie dann in Glucose verwandelt. Glucose, das ist eben das Energiemolekül aus dem Kohlenhydratstoffwechsel. Das dann unser Körper über die Pyruvatdehydrogenase, nennen das die Biochemiker, also das ist der Stoffwechselbereich, in dem dann ein Zwischensubstrat entsteht, Acetylcoenzym A, und das wird in den Citratzyklus und damit in die innere Atmungskette unserer Zelle für die Energieproduktion eingebaut. Das Gleiche passiert aber über die Fettsäureverstoffwechselungen und auch über die den Proteinstoffwechsel. Wie ist das jetzt? Also ich habe das Buch schon mal gesehen von Ihnen, in dem Sie auch genau die ketogene Ernährung beschreiben. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber es bedeutet ja, Kohlenhydrate sind ja Kartoffeln, Nudeln, alles Mögliche in Brot, richtig, also Getreide. Richtig, Getreide. Und eigentlich leben wir wirklich, wie Sie schon gesagt haben, nur von diesen Sachen. Also in der Früh gibt es Brot, mittags isst man seine Nudeln, am Abend kommt dann noch der Burger oder was weiß ich was, wo dann auch wieder oben und unten Brot drin ist. Das ist das große Problem. Das ist das Fatale daran, dass wir unserem Körper nicht mehr erlauben, in den viel gesünderen Fettstoffwechselmodus zu fahren. Das heißt, das müssen Sie sich vorstellen, als hätten Sie dieses Auto
und sie würden ständig nur auf Benzin fahren. Und die andere, gesündere Stromversorgung, keine Umweltverschmutzung erzeugende Versorgung, die würden Sie nie nutzen. Gleichzeitig würden Sie aber den Speicher für diese Nutzung immer mehr ausbauen, immer mehr Fette speichern, sodass Sie immer runder, immer größer, immer dicker werden und diese Energie aber brach liegen lassen, weil Sie immer diesen kurzfristig zur Verfügung stehenden Zucker, den der Körper wieder wegräumen muss, verbrauchen. Aber bedeutet das, man braucht der Körper gar keine Kohlenhydrate oder braucht er sie nur wenig? Weil ich habe irgendwann mal gehört, dass das Gehirn ja anscheinend mit Kohlenhydraten funktioniert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich meine, es gibt viele... Das ist eine sehr gute Frage. In vielen Lehrbüchern der Biochemie, auch in vielen Lehrbüchern der Medizin steht ja, dass unser Gehirn ausschließlich von Zucker abhängig ist. Das ist einer der großen Irrtümer dieser Zeit. Das ist überhaupt nicht richtig und es stimmt auch nicht, was dann ein paar hundert Seiten weiter drin steht, dass unter bestimmten Bedingungen, nämlich unter dem verlängerten Fasten, unser Gehirn auch eben diese anderen Energiemoleküle nutzen kann, nämlich die Ketone. Nein, das ist völlig falsch. Das bedeutet, das Gehirn könnte oder kann komplett mit der Energie des Fettes oder ja, Eiweiße werden ja im Notfall nur zu Energie umgewandelt, habe ich mal mitbekommen. Aber es kann auch rein mit Fettenergie arbeiten, das Gehirn. Und das ist sogar gut. Jein. Hier die Einschränkung. Zunächst zu Ihrer vorherigen Frage nochmal zum Abschluss. Ernährungsphysiologisch bräuchten wir überhaupt keine Kohlenhydrate. Weil unser Körper in der Lage ist, aus sogenannten Nicht-Kohlehydrat-Vorstufen, Laktat, also Milchsäure, Glycerin, also aus einem Fett, und aus den sogenannten glukogenen Aminosäuren, ist er in der Lage, alle diejenigen Glukosebestandteile zu produzieren, die er für die Zuckerversorgung braucht. Das haben die Eskimos in der Arktis am besten gezeigt. Also ernährungsphysiologisch bräuchten wir das nicht. Der Körper könnte aus diesen Nicht-Kohlenhydrat-Vorstücken genügend Zucker produzieren für die Versorgung der zuckerabhängigen Gewebe, zum Beispiel Erythrozyten, zum Beispiel unsere Spermien, zum Beispiel ein kleiner Bereich des Gehirns. Das Hauptproblem besteht nun darin, dass unser Gehirn in eine Weise stoffwechseldegeneriert ist, dass es zunächst gar nicht mehr in der Lage ist, die Ketone zu verwerten. Und dadurch kommt es zu sogenannten Anpassungsschwierigkeiten in der Umstellung auf diesen neuen Treibstoff. Das liegt aber nicht daran, dass das Gehirn es nicht nutzen kann, sondern daran, dass wir stoffwechseldegeneriert in unserem Gehirn sind. Das ist vergleichbar mit einem Couch-Potato, der 15 Jahre auf der Couch sitzt und plötzlich soll er einen Halbmarathon laufen. Der hat nur noch Muskelkater, weil er nicht mehr in der Lage ist, die entsprechenden die Milchsäure abzubauen, die entsprechenden Reparaturprozesse in der Geschwindigkeit zu organisieren, die es eigentlich nötig ist. Und genauso ist es mit den Ketonen. Die Ketone können aber, wenn sie dann adaptiert sind, reibungslos, wie beim Hybridmotor, von einem Treibstoff zum anderen verwendet werden. Und sie sind so was von der Gesundheit förderlich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wie ist es also jetzt, was wäre jetzt aus Ihrer Erfahrung nach der beste Weg, dass man wirklich seinem Körper wieder die Energie so zuführt, wie er sie am besten verarbeiten kann, ohne diese ganzen Abfallstoffe oder diesen ganzen Müll, der halt einfach damit reinkommt, wenn man ihn falsch ernährt? Was wäre jetzt das Beste? Naja, das Beste ist zunächst mal, diese enorme Kohlenhydratlast zu senken. Ich gehe jetzt mal auf unsere therapeutische Anwendung. Wir haben ja viele Patienten, bei denen das dann wirklich dringend geboten ist. Und wir schleichen die dann aber zunächst aus mit den Kohlenhydraten, weil das Gehirn eben stoffwechseldegeneriert ist und am Anfang noch nicht die Enzyme hat, die dazu notwendig sind, diese Ketone zu verwerten. Deswegen schleichen wir die aus und wir sagen jetzt 120 Gramm, dann 100 Gramm, dann 80 Gramm, dann 60 Gramm, dann 40 Gramm, in extremen Fällen bis zu 20, 30 Gramm runter. Also nicht no carbs, das ist auch nicht notwendig, aber low bis very low carb auf jeden Fall. Und die Segnungen dieser Umstellungen
sind ja inzwischen in Tausenden und Abertausenden von wissenschaftlichen Studien gezeigt. Selbst das amerikanische Verteidigungsministerium hat festgestellt, dass die Soldaten eine erhöhte kognitive Leistung haben, wenn sie umstellen auf ketogene Ernährung. Das Pentagon gibt Millionen an Forschungsgeldern aus, um gerade das zu tun, das Gegenteil zu tun, was die offizielle Ernährungslehre seitens der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder auch der amerikanischen Department of Agriculture, die ja nur das Interesse haben, ihre Getreide zu verkaufen, nicht, propagiert. Also das ist das Gegenteil, das die jetzt in den Forschungen für ihre Soldaten machen, als das, was sie außen propagieren. Das ist ja unglaublich, wie man so eine Fehlmeinung oder so eine Fehlinformation überhaupt so groß noch da stehen lassen kann und nicht mit allen Mitteln dagegen ankämpft eigentlich. Ja, also insofern bin ich ein bisschen missionarisch, denn Sie müssen sehen, wir haben 50 Jahre Ernährungslüge und wir haben eine Zunahme der chronischen Erkrankungen, der Fettleibigkeit, Diabetes, sogar Diabetes 1, also nicht nur den Altersdiabetes, Anführungszeichen, der ja so nicht mehr genannt werden kann, weil ja inzwischen schon sechsjährige Diabetes, Altersdiabetes. Sechsjährige. Ich habe irgendwas mit 20 gehört, aber mit sechs Jahren geht das schon los. Es geht schon früher los. Wir haben 14-Jährige mit Fettleber, mit nicht alkoholischer Fettleber. Also das ist erschreckende Ausmaße. Und ich führe sie im Wesentlichen nicht nur. Umweltbelastung, Stressbelastung, Giftbelastung ist mindestens genauso zu nehmen, aber ich führe sie auf unsere Fehlinformation und Fehlernährung in den letzten Jahren zurück, in den letzten 50 Jahren. Ja. Das bedeutet jetzt also, wenn ich das zusammenfasse, es wäre schlau, wenn man einfach jetzt als erstes mal anfängt, die Kohlenhydrate einfach zu reduzieren, weniger Nudeln vielleicht essen, weniger Zucker, Marmelade, weniger aufs Brot und so Kleinigkeiten, kleine Schritte machen, damit es wirklich machbar ist und dann immer mehr runterzufahren. Genau, aber bitte auch auf die versteckten Zucker achten und auch auf jene Getränke zu achten, die Anführungszeichen ohne Zucker sind. Die stören genauso den Zuckerstoffwechsel und ziehen damit den Fettstoffwechsel in den Abgrund, wie das die Kohlenhydrate und die anderen Zucker tun. Ich sage zum Beispiel Sodagetränke. Nicht? Ja, ja. Ich meine, meine Güte, Wasser ist ein Reinigungsmittel. Wasser ist ein Mittel zur Verstoffwechselung von Nahrung, zum Transport von Nahrung zu den Zellen, von Nährstoffen zu den Zellen, von Transport von Stoffwechselabbauprodukten, von Giftstoffen aus den Zellen. Und was machen wir? Wir trinken Soda. Ja, waschen Sie Ihre Wäsche mit Cola? Nicht? Normalerweise nicht. Das ist der Punkt. Wir haben eigentlich die Grundlagen unserer Ernährung verloren. Ja. Und selbst beim Wasser muss man darauf achten. Wasser ist ja nicht mehr Wasser in der heutigen Zeit. Also selbst das ist ja das riesige Thema, weshalb ja auch diese Trinkwasserstellen in der Schweiz angebracht werden, um da irgendwo wieder die Qualität gewährleisten zu können. Ja, ein ganz fantastisches Projekt. Ich bin ganz begeistert. Sie müssen ja wissen, die Untersuchung der Wasserqualität in unseren Ländern, Schweiz, Österreich, Deutschland, ich nehme die anderen da ja nicht aus, die Behörden zielen ja nur auf bestimmte sogenannte bakterielle Belastungen. Ja, wissen Sie, an der Wasserqualität in München können Sie eruieren, wie viele Frauen in München die Pille nehmen. Sie können herausfiltern, wie viele Menschen Schmerzmittel nehmen. Das ist aber alles nicht auf dem Bildschirm der Behörden, wenn Sie Wasser analysieren. Ja, absolut. Würden Sie das aber analysieren, dann hätten wir das dann alles. Und stellen Sie sich mal vor, Sie als Mann kriegen jetzt praktisch über Wasser und damit Information, und das wissen wir, dass das funktioniert, diese ganzen Östrogene ab. Das ist nicht lustig. Ne? Ja. Also insofern ist es ein Gesamtthema. Ketogene Ernährung ist im Grunde die Ernährung, die über Jahrmillionen der Jäger und Sammler durchgezogen hat. Und in der extremen Variante die Eskimos und andere arktische Völker, die sehr wenig Kohlenhydrate insgesamt zur Verfügung hatten. Und Sie sehen, wichtigste Bausteine sind die Fette, die Proteine. Und die Zucker, die er braucht, kann er sich aus all diesen Komponenten plus der Milchsäure aus der Muskeltätigkeit selbst herstellen. Ja, ich meine, es ist ja auch ganz klar, wenn unser Körper aus bestimmten Stoffen besteht,
Aus Wasser, aus Fett, aus Eiweiß, wenn man die Grobbegriffe nimmt. Oder habe ich was vergessen? Das sind so die Hauptbestandteile. Ja, ja. Dann sollten wir in erster Linie, ja. Dann sollten wir in erster Linie darauf achten, dass genau diese Stoffe in hoher Qualität uns zugeführt werden und alles andere eigentlich gar nicht rein muss. Wir brauchen das andere nicht unbedingt. Ja, das ist nun der Punkt. Nun schmecken natürlich diese süßen Dinge ganz gut und wir verprägen ja unsere Kinder schon mit diesem Geschmack, sodass die sukzessive an immer höhere Zuckerportionen gewöhnt sind. Probieren Sie nur mal ein amerikanisches Sodagetränk, das können Sie nicht trinken. Ich war letztes Jahr dort das und ich habe mir gedacht, ja. Können Sie nicht trinken. Brauche ich nicht, ich bestelle das. Auch Nahrungsergänzung, wenn Sie aus Amerika Nahrungsergänzung einführen bei uns, das ist so süß, das können Sie gar nicht essen. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es geht gar nicht darum, dass ich sage, überhaupt keine Kohlenhydrate. Es geht einfach darum, wir essen von einem Nährstoff über die Maßen und zwar permanent, wie Kühe fressen wir den ganzen Tag, wie Wiederkäuer. Wir fressen einen Nährstoff am meisten, den wir am wenigsten brauchen. Und das müsste eigentlich als Botschaft genügen. Wir brauchen Fette, Proteine in erster Linie und die Zucker, die wir wirklich brauchen, kann unser Körper auch selbst herstellen. Das bedeutet auch, Sie hatten vorhin gesagt, die Jäger und Sammler früher, ich meine, früher haben sich die Menschen anders ernährt, bevor die ganze kapitalistische Gesellschaft immer größer wurde und auch der Weizen immer mehr hergeben musste, immer voller, immer mehr musste drin sein, damit es sich rentiert oder damit man mehr Geld auch rausschlagen kann. Das heißt, früher haben sich die Völker oder die Menschen hauptsächlich ja von Fleisch, von der Jagd ernährt, von Beeren oder von Pflanzen, die sie dort genommen haben. Das heißt, relativ wenig Kohlenhydrate, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, erheblich weniger Kohlenhydrate und erheblich mehr Bewegungsleistung, sodass sie im Grunde immer im Fettstoffwechselmodus waren. Aber ich möchte es nicht nur auf den Kapitalismus schieben, bitte. Ja. Wir haben ja auch im sogenannten realen Sozialismus die gleichen Tendenzen. Es geht darum, eine immer größer werdende Weltbevölkerung zu ernähren und man glaubt, man könne das eben nur mit Billiggetreide, mit Billigkohlenhydrate. Das ist ungefähr so, als würden Sie einen, und was ja auch gemacht wird, eine Kuh, die Gras frisst, eben Zwangsumstellung stellen auf Korn. Das wird ja in den USA übrigens gemacht. Und diese Zwangsumstellung der Rinder auf Korn, auf Mais, das ja eigentlich nicht deren Nahrung ist, führt natürlich dazu, dass diese Tiere nicht länger als 12, 13 Monate lebensfähig sind. Die müssen dann schlachtreif sein bis dorthin. Und schlachtreif werden sie gehalten, indem man ihm Antibiotika, Säurehämmer, denn das überfordert ja den Pansen des Wiederkäuers nicht. Ja. Und genauso sind wir im Grunde zwangsumgestellt worden auf eine Ernährung, die eigentlich nicht unsere Ernährung ist. Und immer mehr Bücher kommen ans Tageslicht, die zeigen, wie sehr gefährlich das Getreide ist zum Beispiel. Wie schnell Menschen wieder genesen, wenn sie das Getreide weglassen. Da ist Gluten nur ein Teil. Da sind zum Beispiel die Exorphine, also das heißt opiatähnliche Stoffe, die an unser Cannabinoid-System andocken und Suchtverhalten hervorrufen. Und ich darf an das Buch erinnern von Dr. Perlmutter, Grain Brain, in Deutsch etwas unglücklich übersetzt, wie dumm wie Brot. Das ist natürlich nicht unbedingt ein schöner Begriff, weil er dann gleich sagt, die Leute sind dumm. Die sind ja nicht dumm. Die haben nur sie sind einer Fütterungsstrategie gefolgt, die auch von offizieller Seite unserer institutionellen Behörden, wie Deutsche Gesellschaft für Ernährung, propagiert wird, die nicht gesund ist. Das heißt nicht, dass die Leute dumm sind. Und deswegen ist der Artikel etwas unglücklich gewählt. Im Englischen sehr viel eleganter. Grain Brain, also Weizen, Hirn oder Getreidehirn. Ja. Jetzt ein ganz spannendes Thema noch, was mir da jetzt gerade eben eingefallen ist. Weil es geht jetzt darum, dass man eigentlich mehr von Fett leben sollte,
als von Kohlenhydraten. Aber wie ist es, weil ja gerade eben auch die Bewegung von den Vegetariern, Veganern immer größer wird. Und das finde ich auch ja, sehr spannend weil, und auch sehr gut in gewisser Weise, weil ich ja auch die Massentierhaltung und so nicht unterstützen kann, wo wir da auch gerade geredet haben über die ganzen Mais und Antibiotika. Wie kann man das jetzt am besten halten, dass man, oder wie ist da Ihre Meinung zum Fleischkonsum? Ja, also ich bin da zwiegespalten. Zum einen lehne ich den Vegetarismus und den Veganismus vehement ab. Mhm. Das ist nicht unsere Ernährungsweise. Punkt. Sie mögen das so machen, wie Sie wollen, das ist deren Sache. Aber die Grundkritik, die Sie führen, teile ich vollkommen. Ja. Die Massentierhaltung führt letztendlich dazu, dass das Fleisch, das wir essen, in höchstem Maße ungesund ist. Mhm. Es ist mit Antibiotika angereichert, es ist mit Weichmachern angereichert, mit Hormonen. Und wir sind an der Spitze der Nahrungskette. Mhm. Wir bioakkumulieren das. Und der Begriff Bioakkumulation heißt ja nicht nur, dass wir es akkumulieren, sondern in der Spitze der Nahrungskette stehen und damit über die Kette hinweg an der Spitze anreichern in tausend und aber tausendfacher Weise. Ja. Und das ist krankmachend. Ja. Und da gebe ich den Vegetariern und den Veganern recht, völlig recht. Aber Sie dürfen nicht glauben, dass ein Apfel, der am Bodensee wächst mit 28 Pestiziden, gesünder ist als das Fleisch, das wir in den Supermärkten haben. Hier ist einfach ein grundlegendes Umdenken erforderlich. Ein Umdenken, das dahin geht, dass wir uns der Basis unserer Gesundheit wieder bewusst werden und bereit sind, den Bauern das Geld dafür zu bezahlen, uns eine anständige Milch zu liefern. Und hier wären wir bei dem Thema in Deutschland. Ja, ja. Ein Bauer kann für 20 Cent den Liter Milch keine ordentliche Milch bieten. Wir brauchen nicht erwarten, dass wir eine gute Milch kriegen, wenn wir das nur bereit sind zu zahlen. Ja. Und diese Spirale, und hier ist natürlich der Kapitalismus und der Wettbewerb nicht unbedingt förderlich, hier muss korrigiert werden. Aber diese Korrektur muss nicht nur in der ordnungspolitischen Seite geschehen, sondern auch auf Verbraucherseite. Ja. Je mehr wir in die Macht gehen und sagen, ich möchte eine ordentliche Milch, ich möchte ordentliches Wasser, ich möchte saubere Luft, desto größer sind die Chancen, dass die reagieren. Ja, ja, ja. Das heißt aber auch, dass wir in den Geldbeutel langen müssen. Das heißt aber auch, dass wir nicht mehr dreimal im Jahr im Urlaub fahren, sondern vielleicht nur noch einmal und dafür den Rest des Geldes für ordentliche Nahrung ausgeben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht alles haben können. Ja, ja. Aber das ist ja auch der Punkt, wo ich immer wieder feststelle, auch bei mir, ich bin da ganz ehrlich, wenn es weh tut, dann lerne ich am besten. Und das ist das Problem, weil jetzt, ich meine, mit 29 Jahren Urlaub dreimal ist schon besser als einmal. Ja. Aber mit 50, 60, 70 und wenn ich dann zurückdenken würde, wenn ich an meinen Großvater denke, wie viele Tabletten der pro Tag geschluckt hat. Ich glaube, es waren um die 20 rum. Ich weiß nicht, das ist eine ganze Box, dass er nicht so unterteilt, dass er nicht vergisst, welche er noch nicht genommen hat. Und immer wieder hat er darauf gepocht, achtet auch auf eure Gesundheit, bevor es wehtut. Ja, ja, absolut. Ja. Und deswegen ich denke, die ketogene Ernährung ist ja seit dem Film mit Meryl Streep, First Do No Harm, in Deutschland hieß der Film, der übrigens im RTL ausgestrahlt wurde 1999, Solange du noch Hoffnung hast. Da ging es um einen epilepsiekranken Jungen, der unter schwersten medikamentösen Behandlungsversuchen war, mit schweren Nebenwirkungen, dessen Anfälle täglich 6 bis 12 Anfälle nicht zurückgingen, trotz Behandlung. Und dann hat die Mutter die ketogene Ernährung als Therapie aus den 20er Jahren entdeckt und innerhalb von vier Wochen, war dieser Junge wieder gesund und medikamentenfrei. Nun ist dieser Junge zufällig der Sohn eines sehr berühmten Hollywood-Regisseurs und Freund von Meryl Streep gewesen und die haben den Film auf dieser wahren Geschichte gemacht. Dieser Film hat eine ungeheure Welle ausgelöst und natürlich auch Druck von Seiten der Eltern mit Kindern, die unter Epilepsie litten, sodass
in Deutschland einige Unis federführend, die Universität Würzburg mit Frau Professor Kämmerer, anfingen, diese ketogene Ernährung auch im Bereich von Tumorbehandlungen einzusetzen, mit Erfolg, wie mehrere Sendungen über Sie schon gezeigt. Auch Ihr Buch kann ich nur empfehlen. Patienten brauchen Fett, Krebs braucht Zucker. Mhm. Und seit diesem Film ist nicht nur die Charlie Foundation entstanden, eine weltweit inzwischen über 50 Ländern agierende Gesellschaft, die die ketogene Ernährung gerade auch bei Anfallsleiden propagiert, sondern auch explodiert die Studienlage. Mhm. Also das heißt, ich kann jetzt heute mit den Worten eines Mediziners, wenn der mir entgegenkäme und mit dieser DGE-Empfehlung, dann könnte ich ihm sagen, die evidenzbasierte Medizin ist längst weiter, als Sie denken. Ja. Nicht? Ja, ja. Und man braucht nur unter PubMed den Begriff Keton eingeben oder ketogene Diät, dann schießen sofort Tausende von peer-reviewed Papers in die Luft. Also das kann mir keiner mehr erzählen, dass die Datenlage nicht ganz klar ist. Ja, ja. Die Frage und, ist halt, ja. Soll das transportiert werden? Wo jetzt eben nicht? Noch, und ja. Ich war ja jetzt im Januar auf dem Kongress für Krebs, Epilepsie und Sporternährung im Bereich ketogene Ernährung in Tampa, Florida, ausgerichtet von der Universität Florida, von Dr. D'Agostino. Auch die ganzen Größen der amerikanischen ketogenen Ernährungsszene, Professor Dr. Seyfried, mit dem ich inzwischen gut befreundet bin. Und da gibt es inzwischen einen Scheidepunkt, wenn Sie so wollen. Denn die ganzen Therapeuten, die an Anfallsleiden erkrankte Kinder behandeln, betrachten die ketogene Therapie noch als Therapie. Mhm. Und hier gab es richtig Diskussionen, weil die Therapeuten aus der Krebsbehandlung sagen, nee, das ist keine Therapie, das ist unsere ursprüngliche Nahrung und wir setzen sie nicht in der Krebsbehandlung als Therapie ein, sondern als die der Krebsbehandlung unterliegende Ernährungsform, wie indem wir dem Krebs seinen am meisten benötigten Treibstoff entziehen, nämlich Zucker. Mhm. Der Tumor kann nicht proliferieren. Aggressive Tumoren können nicht wachsen, wenn sie keinen Zucker haben. Ah, ja, 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 ja. Und da sind die Fraktion der therapeutisch orientierten ketogenen Ernährung, die Epilepsie-Freunde und die Sporternährung hier auf der anderen Seite und die in der Krebsernährung sind jetzt ganz klar im Clinch. Mhm. Die müssen noch umdenken, das ist eine ungenießbare, weil zu fette, aber natürlich gesunde. Mhm. Nicht? Das sehen wir ja am Ergebnis der Kinder. Aber es ist natürlich alles Quatsch. Ja, die ketogene Ernährung kann sehr, sehr gut schmecken. Nicht? Mhm, ja, ich denke nur an die Berner Platte. Lassen Sie da bloß mal bitte schön die Kartoffel weg. Dann haben Sie Sauerkraut, wunderbar fermentiertes Zeugs. Ein schönes, fettes Fleisch, schöne Proteine, alles bestens. Ja, wunderbar. Ja. Und es schmeckt auch noch. Ja. Das bedeutet eigentlich, wir müssen eigentlich nur die Sachen, die eigentlich eher am besten auf dem Teller schmecken, die sollen wir weiter essen. Fett ist ein Geschmacksträger. Ja, nicht? Ja, absolut. Fett schmeckt gut. Und man muss einfach von dieser Lüge sich entfernen, die immer mehr verbreitet wird, esst kein Fett, weil sonst werdet ihr dick. Ja. Sondern man muss einfach schauen, dass die Basis passt und dass man gerne Fett essen darf, so viel man will, wenn es gutes Fett ist. Ja. Aber, und das ist wichtig, dann wenig Kohlenhydrate, weil der Kohlenhydratstoffwechsel zieht den Fettstoffwechsel in den Abgrund. Und es kommt zu Oxidationsschäden im Fettstoffwechsel. Lassen Sie aber die Kohlenhydrate weg, dann läuft der Motor ohne Störungen durch Zucker. Und gibt es in der Anfangsphase dann vielleicht noch etwas Geholpere oder Probleme im Körper? Ja, ja. Weil ja, wir ja, vorhin vom Marathonläufer, vom dicken Marathonläufer geredet haben, der hat auch Probleme am Anfang. Genau. Da schauen Sie sich den Rocky-Film an, den ersten Rocky-Film, wie der keucht, als er da oben ankommt. Und genauso keuchen Sie natürlich bei der Umstellung der Ernährung. Ganz klar. Am Anfang, Sie haben Zucker
Hungrigkeit, sie haben richtige Heißhungerattacken. Ihr Gehirn ist natürlich an diese Zuckermengen gewöhnt und jetzt kann es das andere noch nicht verarbeiten. Ihr Gehirn wird jetzt richtig rebellisch und dann hat es natürlich am Anfang richtige Entzugserscheinungen. Ja, ja. Die Amerikaner sagen Cravings dazu, wir sagen Heißhungerattacken oder was auch immer. Und da müssen sie durch ja, auch Schwindel, durchaus auch Mattigkeit. Ganz logisch. Aber das sind keine Zeichen, das sind Zeichen eines degenerierten Stoffwechsels, nichts anderes. Ja. Die Natur kennt keine holprigen Übergänge. Die Natur kennt nur reibungslose Übergänge. Ja. Das heißt einfach langsam die Kohlenhydrate reduzieren. Ausschleichen, das empfehle ich. Langsam ausschleichen, weniger, immer weniger. Auch den Geschmack, die Geschmacksgewohnheiten verändern. Schauen Sie, als junger Mann habe ich im Krankenhaus 3 Löffel Zucker im Kaffee gehabt. Bis ich dann gesehen habe, was mit Zucker alles passiert. Und dann habe ich ihn langsam ausgeschlichen. Und heute, wenn ich Zucker im Kaffee schon rieche, wird mir schon schlecht. Also es ist auch Training der Geschmacksempfindung. Ja. Jetzt bin ich so interessiert gerade, aber uns ist heute die Zeit leider gebunden. Ja. Aber was halten Sie davon, wenn wir vielleicht einfach in den nächsten Wochen noch ein paar Sendungen machen, vielleicht auch über die Sachen mit den Krankheiten, Krebs und lauter so Sachen. Ja. Und genau in diese Richtungen gehen auch Alzheimer, diese ganzen Thematiken, die jetzt neu aufkommen oder immer größer werden, dass wir vielleicht da nochmal einfach uns extra Zeit nehmen und genau auf dieses Thema dann eingehen. Ja, gerne. Wunderbar. Danke. Dann bedanke ich mich herzlich für die wunderbare Information. Ich habe wieder viel gelernt. Wir sehen uns ein andermal wieder. Ja, danke schön. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.